This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, because they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Und die Mikrofone sind ja offen und dann können wir eine Diskussion starten oder eine Fragerunde starten über das Buch Romanismus und die Reformation, was uns doch das letzte über ein halbes Jahr jeden Sonntagabend oder Montagabend, je nachdem was die Zeit war, begleitet hat. Und ja, ich überlasse gerne das Wort meinen Zuhörern, die mir über Skype zugeschaltet sind. Es sind ja einige, 7, 8 Leute sind ja wohl da. Ja, bitte. Ich wollte nur kurz sagen, es war ein schöner Abschluss, ja, hast du echt gut gelesen. Das Buch wird übrigens jetzt zum, ich denke mal, übermorgen, morgen wahrscheinlich noch nicht, willst du nochmal komplett gegenlesen und so und nochmal abgleichen mit deinen PDFs, das jetzt nur zur Info hier in der Runde, dass das jetzt noch 1, 2 Tage dauern wird, bis es dann, aber ich teile euch dann den Link hier, ne? So, wenn das der Fall ist, ja. Ja. Machst du da in das Buch dann auch die extra Dokumente mit rein, wie von der Oxford-Bewegung und so, die ich extra mit aufgenommen habe, als Anhang hinten dran oder so? Ich mache eine rohe Version, ja, ohne alles, das Buch nur ganz normal zum Runterladen und dann mache ich eine mit den ganzen Bemerkungen drin, mit Links und so, die auch nützlich sind, also dass man da. Naja, weil ich ja ein paar extra PDFs gemacht hatte, ne? Mit Unam Sanctam und mit der Oxford-Bewegung, und so, ne? Oxford-Bewegung und Emanzipationsakt 1829 und so weiter. Da dachte ich, dass du vielleicht das einarbeiten könntest, dass du da an der Stelle im Buch, wo man darüber spricht, eine Fußnote machst. Ja, und dann am Ende des Buches einen Anhang machst und die dann damit anhängst, dass die Information damit bei ist. Das wollte ich fragen, ob du das machst, ja. Nee, das mache ich auch, ja. Ich mache eine Version, wo dann halt auch die ganzen zusätzlichen Sachen noch drin sind, wie jetzt mit Jan Hus und so. Ja, genau, das war ja auch so. Dass man das als Fußnoten dann noch mit dran hat, ja. Aber das mache ich dann jetzt anschließend. Das wird auch noch ein bisschen dauern, ne? Ja, okay. Ja, nee, sehr schön. Und zum Thema selbst, also ich frage mich ja jetzt auch, ich meine, wir sind mit Anne jetzt auch schon so weit, dass wir jetzt überlegen, auch Kinder zu kriegen, irgendwie wird auch ein Einstieg, aber
Naja, es ist schwierig. Ich meine, wir wissen ja um diese ganze Problematik. Und es ist ja in der Tat so, dass wirklich eine kleine Gruppe von Menschen, die unaufhörlich und eifrig dabei sind, von Rom aus zu regieren, die Mehrheit, die abgelenkt und getäuscht ist, also uns, das Volk, sage ich mal, wenn man denn immer noch abgelenkt und getäuscht ist, ja. Mhm. Mich würde mal interessieren, wie ihr so damit umgeht. Also ich meine, hier sind ja auch schon einige, die jetzt schon Kinder haben, die zur Schule gehen und so. Jetzt ist es ja in Deutschland auch ich glaube, verboten, ne? Kinder selber zu unterrichten oder so. Ja, das, Heimschulung ist verboten in Deutschland. Ja, aber eigentlich wäre das ja eine vernünftige Konsequenz, oder nicht? Also da musst du nach Österreich gehen oder ich glaube, in Belgien darf man das auch. In England darf man das auf jeden Fall auch noch. Also es gibt einige europäische Länder, wo man das darf, aber in Deutschland ist das verboten. Ich habe Anna auch schon gesagt, deswegen. Da musst du deine Kinder durch den Staat indoktrinieren lassen. Ja, ja, genau. Ich habe Anna auch schon gesagt, dass wenn ich mit dem Studium fertig bin, dass wir dann vielleicht irgendwie mal eine... Ich habe jetzt immer so die norwegischen Länder im Kopf gehabt, dass man dann vielleicht mal irgendwo anders hinzieht. Aber ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist halt wirklich, es ist wirklich blöd. Blöde Situation, ne? Oder? Ich weiß nicht. Wie seht ihr das so? Ich meine, Michael, wie alt war deine Tochter jetzt nochmal? Ja, war ja auch schon irgendwie 6 oder so. 11, ne? Achso, sorry. Ja. Ja, die ist 11, aber ich habe da eh wenig Einfluss drauf, weil ihre Mutter jemand Neues kennengelernt hat und im Augenblick alles so ein bisschen auf der Kippe steht. Achso, okay. Ja, und dazu kommt jetzt auch noch, dass sie nicht gläubig ist. Also das, ich kann ihr mal nur so ein paar Nadelstiche geben und irgendwann musst du sie halt mal aufwachen. Aber das Problem ist, dass sie halt völlig auf das Leben ihrer Mutter fokussiert ist, die so quasi Klassenbeste war und man wird halt einfach nur gut benotet, wenn man halt Mainstream ist und ja, alles gierig aufschlappt. Und jetzt im 6. Schuljahr, wo die ist, ist die einfach geistig nicht so weit, um sich von Leitfiguren, sprich Lehrern und ihrer Mutter abzukapseln. Wieso kann ich jetzt... Mit der Bitte? Schule, also würdest du jetzt auch sagen, dass die Schule da ein großes Problem ist, was da so gelehrt wird, oder ist das jetzt gar nicht so? Ja, das ist halt einfach so, dass ich jetzt nur von dem Einzelfall sprechen kann. Ich kenne jetzt noch keine anderen Kinder und habe da auch keine Verantwortung für, aber wenn es jetzt um meine quasi Stieftochter geht, dann ist es so, dass sie halt das übernimmt, was sie von den Eltern erstmal vorgelegt bekommt, und da ihre Eltern völlige Atheisten sind. Ich bin ja nicht ihr biologischer Vater, ja. Da ihre Eltern völlige Atheisten sind, übernimmt sie natürlich erstmal deren Weltsicht, und in der Kindergarten und in der Grundschule wurde ihr natürlich jetzt auch nur ein komischer Jesus quasi beigebracht, und sie hat alles nicht geglaubt, weil sie davon zu Hause aus halt Feedback bekommen hat, dem Motto, ja guck mal, dass du den Scheiß abwählst. Und der Einstellung geht sie halt einfach durchs Leben, dass alles Quatsch ist. Und ich kann ihr zwar ab und zu was sagen, und da aber die Sache auf der Kippe steht, muss ich mich mal im Augenblick sehr zurückhalten und antworte dann höchstens mal auf eine Frage. Aber dieses Thema ist mit 11 im Augenblick überhaupt nicht präsent. Im Augenblick ist nur noch Smartphone, Videospiele, coole englische Mucke und sonstige Aktionen halt einfach wichtig. Im Augenblick ist da jetzt nichts mit Glauben oder Gott oder Zielsetzung oder so. Für die geht es einfach nur um den knallharten, egoistischen, antichristlichen Wettbewerb da draußen. Hat das Motto, eine 3 in der Schule ist eine Katastrophe. Und da geht es momentan nur drum. Es geht nur um die Leistungsgesellschaft. Man hat sich da gut eingelebt, man hat da alle seine Freunde, und der Micha ist der Komische, der kriegt dann alle möglichen Gegenargumente an den Kopf geworfen, hat dem Motto, du bist der Komische und wir sind alle völlig normal und du hast noch nicht mal eine eigene Tochter und du hast noch nicht mal dieses und so. Du als bibelgläubiger Christ, der zwar alles Mögliche belegen kann und ich denke jetzt, wenn ich mal von mir spreche, ein einigermaßen Lebenserfahrung hat, der ist auf einem völligen Abstellgleis, weil alle anderen halt frohe Ostern wünschen, Weihnachten feiern, ein bisschen saufen, ein bisschen rumknutschen, Party machen, und du bist der Komische. Deswegen kannst du dich eigentlich nur absondern. Du kannst niemals in irgendeiner Art und Weise in der Gemeinschaft funktionieren. Meine Erfahrung damit. Ja, das ist auch so, was ich mir so gedacht habe ein bisschen. Weißt du, was kann man da so als kleine Gruppe, frage ich mich dann immer so, also wo ist der Protest dann überhaupt noch, ne? So, wenn es dann, also klar, tun wir Protest, ja, aber Wenn ich dir einen Tipp geben kann, dann such dir eine Ecke aus, wo die Leute wenig Luxus haben.
Ja, stimmt. Denn wenn die Liebe zum Geld der Ursprung alles Übels ist, sind da eigentlich eher Menschen mit Wertvorstellungen und christlichen Wertvorstellungen anzutreffen, wo Luxus nicht gefragt oder nicht vorhanden ist. Das ist ein guter Tipp, ja. Deswegen habe ich mir vor einiger Zeit überlegt, wie das wäre, zu den Amish zu gehen. Die haben ja in Deutschland auch eine Organisation. Das Problem ist nur, dass die auch ökumenisch sind. Ja, muss ja nicht so extrem sein. Man kann ja ruhig ein Smartphone haben, auch wenn du das nicht hast. Das Thema ist doch ein anderes. Das Thema ist die geistige Einstellung der Menschen zu den Dingen. Und da sehe ich halt einfach, die Leute wollen im Leben vorankommen und begreifen gar nicht, dass sie im Leben eigentlich einen Schritt rückwärts gehen, nämlich eigentlich weg von der Natur und weg von den Menschen und weg von Gott. Und das ist das. Die Amish wohnen ja in der Hinsicht oder leben ja in der Hinsicht wie vor 150 Jahren immer noch. Ja, aber die das kannst ja nicht im Reichtum, die leben abgekapselt, die bauen ihre eigene Nahrung an, die bauen ihre eigenen Häuser und alles drum und dran. Das ist eine eigene Gemeinschaft, nur die ist halt auch ökumenisch, ne? Das kannst du nur in zwei Fällen machen, meiner Meinung nach. Entweder ist ein Kind noch nicht geboren und wächst in diese Umgebung rein. Oder die zweite Möglichkeit ist, diejenigen Leute sind geistig so weit und die Kinder sind entsprechend so groß, dass dieser abrupte Wechsel gewollt ist. Aber du kannst jetzt eine 11-Jährige, die mit Smartphone aufwächst und mit Jeanshosen und mit Leggings, die kannst du nicht zu den Amish überzeugen. Das funktioniert nicht. Du kannst nur entweder oder. Ich habe ja auch von Max gesprochen und den Kindern, ja, klar. Die planen, ja, anstatt ja. von deiner Tochter, die 11 ist. Das, ne? Das ist aber echt eine gute Sache. Wir haben mit Basti schon, der jetzt auch ein Bruder im Glauben ist, auch schon überlegt, später mal irgendwo aufs Land zu ziehen oder so einen kleinen Hof, weißt du, und dann ein bisschen selbst bewirtschaften, dass man einfach so einen kleineren Freundeskreis im Sinne von biblischen Brüdernkreis, so also einfach sich zusammentut irgendwie und irgendwie so einen kleinen Hof bewirtschaftet. Es muss ja nicht immer gleich so ein irgendwie, ich weiß jetzt nicht, was das für eine Gemeinde ist da, die du meintest, Jörg, aber es geht ja auch so in die Richtung. Ne? Die Amish, halt, kennst du ja nicht aus Amerika? Nee. Habe ich jetzt selber noch nie gehört. Ne? Das sind hauptsächlich Menschen, die aus Niederlande eingewandert sind. Die wohnen hauptsächlich in Pennsylvania in Amerika. Und das sind Leute, die also zum Beispiel keine Autos fahren, die keine Elektrizität haben und die im Grunde eine eigene Gemeinschaft haben. Und um jetzt mal eben den Link zu legen, von den Amish zu einer normalen Gesellschaft, zwischen Anführungszeichen, die wurden in Amerika zweimal von der Regierung vernichtet. Das war einmal Waco, 1900 und Anfang der 90er Jahre durch Bill Clinton, mit dem Waco Massacre, The Branch Davidians, das war eine zwischen Anführungszeichen Sekte, ja, eine Gruppe von Menschen, die sich abgetrennt hat von der Gesellschaft, die ihr eigenes Ding gemacht haben, ihr eigenes Ministerium hatten, die gelehrt haben, dass der Papst der Antichrist ist und die wurden von der amerikanischen Regierung bestürmt und 70 Menschen wurden umgebracht, Männer, Frauen und Kinder. Und die zweite Organisation, die man davon nennen könnte, wäre Tony Alamo Ministries, wo sie Tony Alamo in Knast gesteckt haben, nachdem sie ihn fälschlicherweise angeklagt haben wegen Pädophilie, die er nie begangen hat in seinem Ministerium und das aufgelöst haben. Das Problem ist halt, wenn man sich so anfängt zu organisieren und außerhalb dieser Gesellschaft zu leben und zu existieren und dann eben auch noch predigt, dass der Papst der Antichrist ist, dann hat man meistens einen schweren Stand in diesem System. Das ist alles nicht so einfach. Ja. Ja, guten Abend zusammen. Abend. Ja, also ich bin der Alexander. Ich verwechsel mich mit dem Florian. Ja. Also ich bin erst jetzt auch eingestiegen vor etwa einer halben Stunde und irgendwie, es passt irgendwie dieser Abschluss heute mit dem, was ich gerade vorher erlebt habe. Meine Tochter hatte einen Jungen eingeladen zu uns nach Hause und der war dann bei uns. Ich habe ihn gefragt, ob er bei uns Nachtessen will. Und dann hatten wir eine lange Diskussion, dann bin ich erst jetzt eingestiegen. Und zwar ist er ein Sohn von einem Diakon, katholischer Diakon, 16 Jahre alt, seine Mutter schwer katholisch, Vater auch, er auch erzogen schwer katholisch. Ja, und ich habe ihm jetzt genau etwa das nahegebracht, was jetzt am Abschluss gebracht worden ist, was du erzählt hast. Also, wie soll ich sagen, ich bin jetzt noch
total ergriffen von dem Gespräch und er auch. Ja, wie soll ich sagen, das Schöne daran ist, meine Tochter hat zu ihm gesagt, mein Vater kann es dir besser dann erklären, was der Romanismus ist und der Protestantismus. Und ja, das ist ja auch das Thema gewesen von der Buchlesung. Mhm. Und ich habe ihm dann versucht zu erklären, was der Romanismus ist. Und das hat angefangen eigentlich mit dem Inri. Ich bin eigentlich mit dem Punkt eigentlich eingestiegen, mhm, was Inri bedeutet und was eigentlich uns vorgemacht wird und was dahinter steht. Und ja, ich habe sicher eine halbe Stunde lang jetzt mit ihm referiert darüber, was der Romanismus und der Protestantismus und auch unser Glaube eigentlich bedeutet. Dass wir hier keine Priester brauchen, die Beichte abzunehmen und ganze Scheiße, also was auch immer. Und ja, auch zurückzukommen jetzt mit der Tochter oder mit unseren jungen Kindern, was wir haben. Ich denke, wenn ich jetzt mein Leben anschaue oder meine Kinder anschaue, sie stehen in der Wahrheit, sie wissen, was die Wahrheit ist. Und ich denke, ob wir jetzt Amish sind oder in welche Gemeinde auch immer wir gehen, das ist auch ein, ja, wie soll ich sagen, wichtig ist, dass wir in der Wahrheit stehen, mit dieser Waffenrüstung begleitet sind. Und dass wir uns eben diese Bücher holen, wo sie zu holen sind, wie bei diesem Stuart, wie du gesagt hast, an dieser Straße. Ja. Von dem Kensitor, von dem er das genau. Ja. Genau, ja. Also das Buch muss ja super sein vom Ersten Weltkrieg. Also ja, das ist sehr beeindruckend. Ja, und ich denke, das ist ja das, was sie brauchen, um den Leuten eine Objektivität, mit einer Objektivität und mit Fakten zu argumentieren zu können. Da muss ich auch nochmal gucken. Da wollte ich nämlich von mir aus auch nochmal schauen, ob es diese Broschüren, die Henry Gettengens erwähnt, ob sie jetzt alle noch irgendwie, ob die noch zu finden sind heute im Internet. Diese protestantischen Broschüren. Weil wenn das wirklich nur so ein paar Seiten sind, ne, das ist wirklich, glaube ich, was viele auch dann eher nochmal in der Hand nehmen, als jetzt so ein Buch, denke ich mal. Es ist ja wirklich nicht schlecht, was der da so auch geschrieben hat, glaube ich. Also war zumindest die Fußnote, fand ich auch toll heute von dem. Ja. Also ich werde mal schauen. Ja, also eben von dem her bin ich eigentlich echt begeistert und eben, ich denke, Kinder sind sicher unsere Zukunft, also unser Boden, auf dem wir unsere, ja, wie soll ich sagen, unsere Wahrheit aufbauen können. Tja, die Wahrheit kann nur auf dem einen wahren, wirklichen Fels stehen und der ist Jesus Christus. Und jedes andere Fundament, das wir unseren Kindern geben, ist ein Fundament, das wegschwimmt bei der ersten Flut oder weggeweht wird bei dem ersten lauen Wind. Absolut, genau. Das habe ich ja gesagt, das ganze Schulsystem, was du dort lernst, das ist so jesuitisch gefüllt mit Lehren und das bringt dich nur weg von Gott, also von der Wahrheit. Ja, das kommt ja, das bringt uns ja zurück zur Herrscher des Bösen. Lernen gegen das Lernen, die Medici-Methode, genau, ja, das Ratio Studiorum. Ne? Genau, ja, das ist der nächste Punkt dann, ja. Aber eben, das sind so viele Sachen. Ja. So viele Punkte. Da kannst du das. Also ich habe jetzt eine halbe Stunde lang mit diesem Mann, jungen Mann, das vorgebracht, aber diese Information, muss ich sagen, ist, ja, wie soll ich sagen, ist wie ein Hammer. Entweder die Türe geht jetzt auf bei ihm, oder, aber ich denke schon, da bin ich auch sehr froh darum, über diese Lesungen, wie ich jetzt mit dir hatte, Jörg, mhm, das waren so viele Informationen und so viele Wahrheiten darin, Perlen, also wirklich. Und da können wir wirklich an dieser Türe anklopfen, auch wie schwer
katholisch die sind. Ich muss wirklich sagen, also, ja, meine Frau hat es auch gesagt, also, es ist, man findet nicht immer solche Leute. Das ist eben das Problem in dieser Welt. Es sind, entweder sind die Leute so in dieser Welt, ja, wie soll ich sagen, abgestumpft, nicht mehr religiös. Das religiöse Empfinden fehlt sowieso. Gottesempfinden, würde ich es nennen. Das Gottesempfinden fehlt, ja. Und wenn sie dann ein Gottesempfinden haben, ist die nächste Frage, woher haben sie es? Ist es katholisch? Ist es von einer Freikirche? Und dann bist du wieder eben an diesen Türen am Klopfen und am Machen. Ja, also dann haben wir ja schon mal zwei Zeugnisse, den Max und dich, von Leuten, denen die Lesung doch wohl einiges gebracht hat von diesem Buch. Ja, absolut, ja. Ja, und ich höre es ja immer wieder an. Vielleicht ist da ja noch jemand anders, der mal etwas dazu sagen möchte. Ich schließe jetzt, ja. Was ihm diese ganze Lesung... Ja, deswegen sage ich das nicht, aber kannst du gerne noch weiter erzählen. Aber vielleicht ist auch jemand anders noch da, der vielleicht mal sagen möchte, was ihm diese Lesung jetzt gebracht hat. Und vielleicht auch mit welchen Erwartungen man am Anfang an diesen Lesungen teilgenommen hat und inwieweit die Erwartungen auch erfüllt worden oder vielleicht sogar übertroffen oder vielleicht noch nicht erfüllt worden. Wäre ja mal interessant zu hören, jetzt wo wir diese Lesung abgeschlossen haben. Also hier ist Bernd. Tag Bernd. Ich habe da schon so einiges draus mitnehmen können. Ich finde das nur schade, dass ich nicht so, du hast ja immer so diese Beziehung von einem, wenn du was über eine Person liest und dann hast du da schon mal was von gehört und diese Verbindung, das kriege ich so nicht auf dem Stift. Aber die Information, die da drin steckt, die ist ja so wertvoll, was allgemein, was überhaupt dahinter steckt und so. Und das nimmt man da schon sehr mit. Und das ist super, finde ich. Ich habe leider ein bisschen Husten, ich kann nicht so gut reden heute. Die verschiedenen Verbindungen, die kann man natürlich erst dann legen, wenn man verschiedene Dinge gelesen hat. Und ich habe mich die letzten 8 Jahre mit kaum was anderem beschäftigt. Und von daher ist das natürlich auch eine ganze Zeit, mit der ich mich intensiv damit beschäftigt habe. Und das wirft dann irgendwann seine Früchte auch ab, dass man hier und da die Verbindungen eben legen kann und Parallelen sieht und solche Sachen. Und das hilft natürlich, ne? Und ich habe auch mal, am Anfang gestanden, wie einige, die an dieser Lesung wahrscheinlich teilgenommen haben, die noch nicht so weit sind. Ich war auch mal nicht so weit. Ne? Da habe ich mich hingesetzt, habe ich zugehört und habe gelernt. Ja? Und habe gelesen. Und Videos geguckt. Oh, Videos geguckt. Sehr viel Videos geguckt. Ich habe mehr Videos geguckt, als ich Bücher gelesen habe. Ja, so mache ich das im Moment auch. Ich muss eben nur aufpassen, was man schaut, ne? Ja, Jörg. Nach Möglichkeit. Nee, aber war sehr gut. Also dieses Buch ist schon wirklich sehr wichtig. Ja, viel mehr weiß ich da jetzt auch. Fällt mir da so gar nicht ein. Oh, danke für deine Meldung, Bernd. Wen haben wir denn noch in der Runde, der sich vielleicht mal melden möchte? Ja, ich glaube, ich sag jetzt mal was. Ich war ja bisher. Der Stefan. Genau, hallo in die Runde. Und weil ihr jetzt so schön so ein paar private Dinge erzählt habt mit Erfahrungen, mit Leuten, denen ihr dieses Thema gerne näher bringen wolltet und hoffentlich auch die eine oder andere Frucht gesetzt habt oder den einen oder anderen Samen gesetzt habt. So eine ähnliche Geschichte kann ich auch erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo am Ende einer kleinen Diskussion erzählt hatte. Aber ich mache es jetzt nochmal, wenn die Kamera läuft. Also ich hatte vor einigen Monaten ein sehr gutes Gespräch mit einem Arbeitskollegen von mir. Das war zu einer Zeit, wo ich ein Büro alleine hatte. Und da kam er öfters mal rein und einmal ging das Gespräch Richtung so Weltanschauungsfragen generell erstmal. Und habe ich halt auch nicht gedacht von ihm, dass er sich da so tiefe Gedanken drüber macht, weil normalerweise, wenn ich an der Arbeit bin, höre ich die Kollegen immer nur über Fußball sprechen und recht
weltlich langweilige Dinge, sage ich mal. Und ja, auf jeden Fall kam er halt erstmal so aus der typisch verschwörungstheoretischen Ecke, hat überall seine Fragezeichen an diesem System gesetzt und hat halt versucht, Erklärungen zu finden. Und da gibt es ja sehr viel auch blödsinnige Erklärungen, die erstmal Sinn ergeben, indem man sich gerne mal verfängt auf seiner Wahrheitssuche. Ich denke mal, hier ist da auch alle ein Liedchen von zu singen, zumindest am Anfang, wenn man nicht gleich landet. Man muss in viele Sackgassen reinlaufen und dann wieder den Ausgang finden, um in einer nächsten Straße versuchen, weiterzukommen. Ja. Genau so. Ja. Und mir ging es ja damals auch so. Also bei mir hat das schon vor langer Zeit angefangen, kurz nach dem 11. September. Und ich hatte mich dann auch in vielen Sachen verstrickt. Zum Beispiel hier David Icke, das ist ja auch so ein so eine Ikone der Verschwörungstheoretiker, aber der ist ja... Er nennt sich ja selbst Jesus, ne? Weiß ich jetzt nicht. Ja, hat er getan. Ein ehemaliger BBC-Sportreporter, der sich auch selbst Jesus genannt hat. Ja. Ach so, ja, dieses Interview habe ich auch gesehen. Das war aber etwas aus dem Zusammenhang gerissen, glaube ich. Ich glaube, er hat in dem Zusammenhang gemeint, alle Menschen sind Kinder Gottes und er dann halt auch. Und aber gut, war jetzt auch nicht ganz so biblisch, was er da gesagt hat, aber es wurde jedenfalls auch aus dem Zusammenhang gerissen, so wie ich es damals verstanden habe. Auf jeden Fall möchte ich da jetzt gar nicht so tief in bei David Icke einsteigen, nur so als Randnotiz. Auf jeden Fall, so einen Kollegen hatte ich halt da vor mir, der halt auch sehr viel in die Richtung geforscht hat, jetzt nicht Richtung David Icke, sondern generell Freimaurer und Geldsystem, sage ich mal, und halt auch 911 und Neue Weltordnung in die Richtung halt. Und da bin ich halt bei ihm, sage ich mal, relativ einfach dazu gekommen, dass wir über die Evolutionstheorie eingestiegen sind, weil er glaubt überhaupt nicht an Gott. Und habe so erstmal, sage ich mal, den Türöffner zu Gott gelegt, indem ich ihm an vielen Stellen die Evolutionstheorie widerlegt habe, was er auch relativ kritiklos geschluckt hat, weil die meisten verteidigen das ja bis aufs Blut, diese atheistische Ansicht, wenn sie die einmal drin haben. Und na gut, er hat es nicht getan, er war da sehr offen für, fand ich sehr charmant und er hat sich dann in der Arbeit weiter ergeben. Ich hatte halt eine Woche ein leeres Büro und er war in einem anderen Büro und er kam öfters mal vorbei und ja, die aktuelle Arbeitslast war diese Woche da nicht so hoch. Das war Anfang des Jahres, wo noch alles im Urlaub war. Da konnten wir ein bisschen reden. Und ja, also er hat war dann offen. Und ich habe, war ja dann mit Herrscher des Bösen sehr beschäftigt, mit Übersetzungen, war da ziemlich tief drin. Und habe halt diese beiden Bücher einmal, das jetzige, was wir zum Abschluss heute haben, das super tolle Buch von Henry Cretton Guinness. Da habe ich viele Punkte rausgenommen, kombiniert mit Herrscher des Bösen und habe ihm sein Weltbild ein bisschen zurechtgeschoben. Und er hat dann ich habe ihm jetzt nicht gleich alles offenbart, aber ich habe ihm mehr so Hinweise gegeben, dass er selbst ein bisschen forscht. Weil ich glaube, das ist für so Neulinge in dieser Materie besonders wichtig, dass man halt nicht alles hinsagt. Das können sie dann glauben oder nicht. Man muss es irgendwie, man muss sich da selbst reinarbeiten, man muss das selbst erleben. Und auch das, auch hier mit den Lesungen mit Jörg so. Es wird halt erst dann richtig Realität, wenn man es mit eigenen Erfahrungen erkennt, dass es die Wahrheit ist oder auf die Wahrheit sehr stark hindeutet. Und ansonsten ist es halt auch nur ein Glaube, sage ich mal. Du musst halt ins Herz, sage ich mal, nicht nur im Verstand hängen bleiben. Und bei ihm hat das ganz gut geklappt, zumindest was ich halt dann noch so mitbekommen habe. Danach konnte ich leider nicht mehr so viel mit ihm sprechen, dann war dann die ruhige Zeit an der Arbeit wieder vorbei. Aber es hat mir auf jeden Fall dabei sehr geholfen bei der Argumentation überhaupt. Einmal, was die Jesuiten überhaupt sind, weil er hat bis dahin alles den bösen Freimaurern zugeschoben und auch teilweise auch das Jüdische, was halt immer noch
sehr in der Gesellschaft verankert ist, dass die Juden an allem schuld sind, was ja natürlich nach unseren Lesungen eigentlich auch obsolet sein sollte, das Argument. Zumindest im großen Ganzen ist das eigentlich widerlegt. Und ich glaube, ich habe ihm da schon auf die richtige Spur geholfen. Ich warte jetzt momentan ständig die Gelegenheit ab, wenn ich ihn mal wieder erwische, ob er da sich weiter mit beschäftigt hat. Aber er war, wie gesagt, sehr interessiert, hatte auch schon relativ festen Stand, also dass halt das System recht fragwürdig ist. Und hatte ich ja gesagt, er war tief damit beschäftigt, mit diesen Verschwörungstheorien. Und ich hoffe, ich habe ihn in die richtige Richtung gelenkt. Wie gesagt, die Frucht, die muss ich dann halt erst noch schauen, ob die aufgegangen ist. Aber wie gesagt, dieses Buch hat, oder diese beiden Bücher haben sehr dabei geholfen. Und ich hoffe, es hat, oder die Frucht geht auf. Ja, das soll es erstmal von mir gewesen sein. Schön, dass das Buch in der Hinsicht gut geholfen hat. Und Herrscher des Bösen und Romanismus und die Reformation. Ich meine, es hat ja auch seine Gründe, dass ich beide Bücher inzwischen gelesen habe, dass ich jetzt auch beide in Deutsch lesen kann. Gut, in Englisch habe ich es nicht gelesen, also habe ich es für mich selbst gelesen, aber habe ich die Lesung von Tom Fress mitverfolgt und habe die auf meinen Kanälen ja auch hochgeladen. Und in Deutsch habe ich es jetzt selbst lesen dürfen. Herrscher des Bösen habe ich ja erst in Englisch Rulers of Evil gelesen, dann in Deutsch eine 13-teilige Zusammenfassung gemacht und jetzt lese ich Kapitel für Kapitel das ganze Buch nochmal, wo sind wir ja gerade erst drin. Das sind schon zwei sehr, sehr wichtige Bücher in dem Zusammenhang. Es gibt noch ein anderes Buch, was ich selbst zwar nicht gelesen habe, aber was Tom Fress gelesen hat als letzte Arbeit auf First Amendment Radio. Er ist ja jetzt nicht mehr auf First Amendment Radio, hat sich ja mit Nicholas Arthur überworfen. Aber er liest das Buch noch weiter und wir werden dann sehen, das auf seinem Videokanal zu veröffentlichen. Das ist The History of Romanism von Dowling. Auch ein Buch aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Und da hat er auf First Amendment Radio 190 Sendungen drüber gemacht, hat das Buch ungefähr drei Viertel durch. Also es werden vielleicht so rund die 300 Sendungen, bis das Buch ganz durch ist. Das ist auch ein unglaublich wichtiges Buch. The History of Romanism von John Dowling, was er da gelesen hat. Wie viele Seiten sind denn das? Ja, ich glaube, es ist gar nicht mal so viel. Warte mal, mal eben gucken, ob ich das... History of Romanism. Hier habe ich es nicht drin. Mal eben gucken. Ich habe es irgendwo auf meinem Computer. Aber wenn man so einen großen Computer hat. History of Romanism. Wenn ich es überhaupt runtergeladen habe, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Man kann es runterladen von der Webseite von First Amendment Radio. History of Romanism. Warte mal, hier ist es irgendwo. Wenn du gerade am Suchen bist, also ich denke, dieser Satz war auch sehr wichtig in dieser Lesung jetzt am Schluss, was ich da gehört habe. Wissen ist Macht, was er gesagt hat. Ja. Also das ist mir heute auch sehr nahe gekommen. Das, was wir wissen, ist wirklich etwas, was nicht viele wissen. Also wir sind wirklich auserwählt, dieses Wissen zu tragen und zu haben. Und wir sehen in eine Seite hinein, wie die andere Seite eigentlich gar nicht sieht. Und ja, von dem her, eben, wer kann uns das wegnehmen, wenn wir von dieser Wahrheit oder von diesem Wissen ergriffen sind? Also, das war noch gut, ja. 848 Seiten sind es in diesem PDF. 88. Er macht 300 Videos davon. Es ist geschrieben 1853, also zur selben Zeit wie Alexander Hislop sein Two Babylons, also von Babylon nach Rom, geschrieben hat. Selbes Jahr. Es war ja auch 1853 bei John Dowling, Pastor von Sanson Street Church in Philadelphia. Und 848 Seiten. Auf First Amendment Radio hat Tom damit 191 Lesungen voll gemacht und wie viel er jetzt noch weitermacht, weiß ich nicht. Aber das ist das Buch hier. Und da ist ein Link hier. Den werde ich dann mal eben in Skype mit reintun und dann
könnt ihr euch das selber runterladen. In archive.org. Voilà. Aber Secret Instructions, ist das auch von Kensit oder was? Ja, ja, das ist. Ja, Monita Secreta, die habe ich ja auch in Englisch, die habe ich auch in Deutsch, die lese ich jetzt in Kürze auch in Deutsch. Auf dem Zweitkanal irgendwann werde ich das da bringen, das ist zumindest mein Plan. Naja, so viele Pläne, so viele Dinge zu lesen. Fassen wir erstmal das nächste Buch an, das wir jetzt lesen ab nächste Woche. Das hier. Das ist ja auch sehr interessant. Von Ralph Woodrow. Das wird auch eine interessante Lesung. Und wer da möchte, der kann dann ja wieder am Sonntagabend daran teilnehmen. Und mich dann bei der Lesung neben Herrscher des Bösen begleiten. Ja, freue mich schon drauf. Ich wollte jetzt auch demnächst schon mal ins Bett gehen. Ich habe mich auch so eine kleine Entzündung irgendwie, ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, wollte ich mich schon mal verabschieden jetzt. Auf jeden Fall ein schöner Abschluss heute und ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, weil das Buch hört sich sehr vielversprechend an, was du da rausgesucht hast. Ja, ist es auch. Ist es auch. Okay, schon reingeschaut, ja. Ja, ich habe es in Englisch ja schon mal gelesen. Ne? Babylon Mystery Religion habe ich 21 Videos oder sowas gemacht. Im Englischen habe ich sie auf meinem Kanal stehen, ne? Das ist jetzt gar nicht wieder Titel über. Ja, stimmt. Babylon Mystery Religion von Ralph Woodrow. Das ist im Grunde eine vereinfachte Version von Alexander Hislops von Babylon nach Rom. Das ist ja das erste, was ich auf Deutsch auf meinem Kanal gemacht habe. Und diese Version von Ralph Woodrow ist ein viel leichter, verdaulicheres, viel zugänglicheres Buch über dasselbe Thema. Er hat mehr oder weniger nicht nur dasselbe Thema wie Alexander Hislop, sondern vor allen Dingen er hat auch dieselben Brunnen, er hat viele derselben Brunnen, Layard und römisch-katholische Enzyklopädie und Gibbons und andere historische Autoren, die er als Quellen nennt in dem Buch. Und aber sein Buch ist zugänglicher als das von Alexander Hislop. Gibt es auch Hislop, Unterschiede, ja. Ja, Alexander Hislop, sein Buch ist nicht leicht verdaulich, gebe ich ja selber zu. Ich habe auch Schwierigkeiten gehabt, das zu lesen. Und das hier ist einfacher und wie gesagt, 182 Seiten. Alexander Hislop sind, glaube ich, 400 Seiten. Das ist schon ein Unterschied, ne? Aber behandelt mehr oder weniger dieselben Dinge. Und da kommen sehr interessante Dinge drin vor. Wie ihr seht, auch interessante Bilder damit bei. Und dann von mir natürlich sehr viele Kommentare und Links und plus das Buch ist übersetzt mit der Elberfelder Bibel und ich muss hier also die ganzen Bibelzitate, die ich hier reinbringe, das sind dann Bibelzitate natürlich von der Schlachter 2000, ne, die muss ich... Das ist aber auch mal interessant, haben wir gleich mal einen Vergleich zwischen der Elberfelder und der Schlachter. Ja, meistens habe ich die dann in schwarz gemacht. Ja. Aber ist schon ein sehr interessantes Buch, hier geht es um den Ablasshandel und Martin Luther. Es ist schon ein sehr interessantes Buch. Also vor allen Dingen auch in den im hinteren Teil Kapitel 18, 3 Tage und 3 Nächte. Hier auch das hier, Fisch, Freitag und das Frühlingsfest. Ne? Also da geht es um Ostern. Fisch. Ja. Wie man sieht. Nee, gut, ihr Lieben. Also ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Ich bin jetzt mal raus erstmal schon mal. Ne? Geht's auch nicht so gut, wie gesagt. Und ja, war auf jeden Fall ein schöner Abschluss. Eine schöne Runde hier. Du hast ja gesagt, benennst entweder die Gruppe um oder machst eine neue auf oder so. Ich denke mal, da werde ich dann ja die meisten auch wiedersehen. Ich weiß jetzt nicht. Ja, jeder kann mich ja kontaktieren, wenn ich diese Gruppe auflösen kann und jeden rausschmeißen kann. Dann kann ja jeder sagen von, oh, ich will in die neue Gruppe und dann genau. Zu. Ja. Ne? Dann gehe ich mal davon aus, dass ich die meisten jetzt wiedersehen werde. Dann, sehen wir uns nächste Woche. Das werden wir dann sehen. Unter denen, die heute zugeschaut haben, ist das ja angekündigt, Max. Ja, ne? Genau. Richtig. Also ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Da müsst ihr halt mich mal persönlich kontaktieren. Und dir, Max, dann eine gute Nacht, Ruhe, ja, gute danke. Besserung. Und wir beten für deine Gesundheit und für die Anne, dass sie wunderbar geheilt bleibt von ihrer Narkolepsie. Und das ist so, ja. Das ist tatsächlich so. Das ist schön, ja. Seid fruchtbar und mehret euch. Ja, okay. Alles klar. Ich wünsche euch noch was, ne? Ja. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, Max.
Tschüss. Ja, sonst vielleicht noch jemand da, der seine Erfahrung über diese Buchlesung teilen möchte? Wen haben wir da noch nicht gehört heute? Florian haben wir noch nicht gehört. Viktor war auch noch ziemlich schweigend. Ja, ich habe die ganze Zeit was gesagt. Na gut, ich meine, wenn ihr nichts mehr zu teilen habt, dann ist das ja kein Problem. Dann können wir ja die Diskussionsrunde auch hiermit abschließen. War ja interessant soweit, dass wir nochmal darüber haben sprechen können, wer welche Erfahrungen jetzt mit der Lesung gemacht hat, was es ihm persönlich gebracht hat oder auch nicht. Meistens ja wohl. Und wie gesagt, ich habe, als ich Tom Frest die erste Lesung davon habe machen hören, und zwar, ich spreche jetzt wirklich von der ersten Stunde, dass ich ihn etwas habe lesen von da, gehört habe davon. Damals habe ich gesagt, dieses Buch ist neben der Bibel das wichtigste Buch, das jeder bibelgläubige Christ kennen sollte. Und ich wurde nach der Studie des ganzen Buches nicht enttäuscht. Dadurch, dass ich dann die Videos zu seiner Lesung gemacht habe, habe ich jede Seite mitgelesen. Und das dann teilweise auch später nochmal, als ich dann die Videos angeschaut habe. Also das Englische habe ich, glaube ich, dreimal gelesen. Das Deutsche habe ich in Zusammenhängen noch nicht ein einziges Mal gelesen. Das kommt ja jetzt auch erst in Kürze raus, dank Maximilian, der das in den nächsten Tagen dann wohl auf archive.org veröffentlichen wird. Da kann man das Buch ja auch mal insgesamt schauen. Und wenn alle Teile hochgeladen sind, 35, kann man sie sich ja auch anschauen. Und da kann man ja sehen, ob man mit mir derselben Meinung ist, dass dieses Buch neben der Bibel ein unglaublich oder das wichtigste Buch für einen bibelgläubigen Christen ist. Also für mich jedenfalls war das so. Und ich bin dankbar für die Gelegenheit, die der Heilige Geist mir gegeben hat, dieses Buch nicht nur in Englisch mit Tom mitlesen zu können, sondern vor allen Dingen, dass ich durch die Übersetzungshilfe von Maximilian dieses Buch meinen deutschen Brüdern und Schwestern habe dichter beibringen können. Und ich kann nur hoffen, dass es noch viel, viel, viel Menschen gibt, die sich diese Videos im Laufe der Zeit anschauen. Im Augenblick werden meine Videos ja nicht mehr so oft angeschaut. Da kann man nur hoffen und beten, dass das in der Zukunft wieder auf fruchtbaren Boden fällt. Ansonsten muss jeder selbst wissen, was er damit macht. Romanismus und die Reformation jedenfalls deckt den Zusammenhang zwischen Staat und Kirche auf eine Art und Weise auf, wie er bereits in der Bibel vor 2500 Jahren angekündigt wurde, wie kein Mensch sich das vorstellen kann. Und durch dieses Buch sieht man wirklich, wie unfehlbar Gott ist und dass er der einzige wahre, wirkliche Gott ist, der uns Geschichte im Voraus durch seine Prophezeiungen mitteilt. Und wir haben durch diese Buchlesung Anteil an seinen Prophezeiungen. Wir haben unser Verständnis erweitert in der Hinsicht und wir verstehen, dass der biblische, historische und prophetische Antichrist das Amt des Papsttums ist, und das gibt es heute noch und das wird es geben, bis Jesus Christus zurückkommt, der den Antichristen und die ganzen weltlichen Reiche mit dem Schwert seines Mundes verschlingen wird, wenn er zurückkommt. Und das ist die Zeit, auf die wir hoffen. Das ist die Hoffnung, für die wir beten. Und das ist die Zeit, auf die wir hoffen, die wir noch mitmachen dürfen. Entweder leiblich oder aber durch die Auferstehung der Gerechten. Wenn er kommt, sich die Gräber öffnen und wir unserem Herrn entgegenkommen und ihn in den Wolken treffen werden und ihn dann endlich sehen werden, wie er wirklich ist. Bis dahin bleibt uns nur, die Bibel zu lesen, zu hoffen, zu glauben, zu beten und unseren Mitbrüdern und Mitschwestern davon zu erzählen und sie probieren zu überzeugen, dass es nur diesen einzigen kleinen, schmalen Pfad gibt, der der Weg zur Gerechtigkeit ist. Und alle anderen Wege führen in die Verdammnis, führen in den Romanismus. Und wir bewandeln besser den Pfad des Protestantismus. Bis zu einer nächsten Runde, sage ich dann mal. Maranatha.